Gut, dann checken wir mal ganz kurz hier das Video von Julian Bam aus. Neuer Skin für unseren Pool. Schauen wir mal. Es geht los. Freunde, Freunde, Freunde. Ich hoffe, euch geht's. YOLO. Es geht jetzt los, dass wir eine idyllische Landschaft bauen, denn ein Pool in einem Drecksloch ist letztendlich immer noch ein Drecksloch. Dieser Mochpool wird niemals fertig werden. Niemals wird dieser Mochpool fertig werden. Ich sag's euch so, wie es ist. Das heißt, wir werden ein bisschen um den Pool herumgraben und diese Steinplatten schon... Wow. Das passiert heute noch tausendmal, ne? Das ist ein Pollen unterwegs. So, merkt euch, wie der Pool jetzt gerade aussieht und gönnt euch, wie der später aussehen wird. Kriegt jetzt nochmal ein heftiges Makeover. Mhm. Ich verstehe nicht, warum ist der noch nicht längst fertig? Der sieht doch fertig aus, oder? Wieso besteht Julian Bams Erde eigentlich nur aus Bedrock und Obsidian, Digga? Warum macht der eine scheiße One-Circuit-Touch? Ihr wisst, was ich meine. Hätte das ja gar nicht so voll machen müssen. Hätte. Das denke ich die ganze Zeit. Du lachst, ich finde das gar nicht so witzig. Oh mein Gott. Was war denn das? Alter Schwede. Das könnte auch eine Waffe bei Doom sein. Oh mein Gott. Damit werden Steine geschnitten. Ja. Monster. Muss das eine geübte Hand machen? Oder kann das auch ein Laie mit Anweisung? Kann das auch ich machen? Genau, das ist die Frage. Schneiden kann man bestimmt mal. Wenn Ju sich jetzt einen Finger abflext, war aber Content, wirklich. Ich bin nicht damit, ne? Ich bin ja nur Azubi, aber... Was bin ich, wenn du Azubi bist? Ein Bastard. Es ist wirklich... Es ist auch einfach nicht mehr lustig, Digga. Es ist nicht mehr lustig, es ist nicht unterhaltsam, es ist wirklich ein ausgelutschter Running Gag, Digga. Junge, fick dich einfach. Digga, das macht Ju die ganze Zeit, damit irgendwer seinen Content sich anschaut, Alter. Mir wieder Leute schreiben auf Instagram, Revi, reagier darauf, Ju hat dich gefrontet. Das ist einfach nur erbärmlich, wie sich Julian Bam hier versucht, Relevanz zu erschleichen. Wirklich widerlich. Ich glaube, da kleben wir gar nicht. Da kleben wir gar nicht? Der arme Idiot, der Junge ist so dumm, wirklich. Der ist so verloren. Liebe Freunde, so sieht ein Drogenabhängiger aus. Ja. Der Flexkleber, liebe Freunde. Unglaublich beruhigend. 20 Kilo? Genau. Okay. Warum müssen da diese Rillen rein jetzt? Also Kleber. Damit das besser klebt. Verteilt, dass du ein bisschen Luft hast, dass du den, die Platte ausgefallen und drücken kannst. Woher kriegt man in der Regel Granitstein, wenn man den abbauen will? Aus China. Oder halt in Minecraft, Ebene 12. China? Ja. Warum guckst du mir am Grinsen? Nein. Doch, du bist Chinese, deshalb. Guck nicht zu dir, weil du bist doch... Ich setze. Jule, dann gehst du auch besser auf die Seite. Ja! Das sieht gut aus. Ein edler Hammer. Eine edle Mauer. Das sieht super aus. Das sieht nicht super aus. Ja, das ist aber nicht schlimm, weil das Plastik ist ein bisschen gewellt hier. Ah. Man muss den höchsten Punkt annehmen, den Rest kriegst du ausgeglichen. Aber das sinkt doch jetzt mit der Zeit noch ein bisschen runter, oder? Nein. Tut's nicht. Wir haben die Schwerkraft ausgetrickst, Freunde. Nein, es klebt einfach, du dummer Idiot. So. Nice. Dann nie mal. Also ey, der soll einfach diese Profis das machen lassen, sich da raushalten. Ich hasse das. Ich würde sagen, kann man gerade so durchgehen lassen. So, ich muss Akku. Ich bin extrem gespannt, wie der Kamera aussehen wird, Freunde. So, kommt man auch auf 10 Minuten. Wenn es wenigstens gut gewesen wäre, was er daraus geschnitten hat. Hat er aber nicht. Wow! Wird richtig maßgeschneidert. Jetzt kommt Werbung. Gartengestaltung bringt man. Das war Werbung. Ah ja. Auswaschen? Ja, abkratzen erstmal grob und dann mit Wasser. Hm? Und jetzt vorne Kleber und jetzt kommt diese Platte wieder dran. Wow. Schauen wir mal, was an der Waschstation abgeht. Nicht viel. Hier kommt so eine Treppe hin, ne? Hier vorne. Ja. Ich dachte, da kommt irgendeine Folie drauf oder so. Was ist der Pool jetzt von innen? Behält er diese graue Muchfarbe? Absolute Kotze, Digga, wirklich. Da kommt die nächste Werbung, Digga. Ich raste hier aus.
Tschö. Oh ja, da sieht wieder Handgriff, ne? Ich bin extremst beeindruckt, wie du das machst. Ja. Wie so ein Metzger. Ting, ting. Metzger ist absolut der falsche Vergleich, Bro. Ey, wenn ich den Beton sehe, krieg ich Flashbacks, ne? Ey, das lag jetzt ein halbes Jahr hier rum, das ist halt nicht komplett clean. Jetzt ein bisschen gestreckt gerade mit Wasser. Oh mein Gott, toll. Weißt du, das ist das Ding. Drew kriegt da einen Pool gebaut. Pusht den Leuten in dazwischen und behandelt die wie Scheiße. Du bist ein Arsch. Ich wollte einfach nur. Ich wollte nur einen Joke machen. Oh, das ist gut. Übertrieben ist anstrengend. Ja. Einmal noch durch. Reicht. Ich geh auch nochmal durch. Okay, es geht weiter. Was machst du? Die Bierdeckel von Live entfernen. Ich glaube, da finden wir noch mehr Bierdeckel, oder? Finden wir noch Bierflaschen und vielleicht sogar Mitarbeiter. Doch, immer so ein Mitarbeiter, der immer noch seinen Rausch auflegt. Sehr schön. Sehr schön, ja. Okay, was machen die jetzt? Die verzimmern das jetzt nur mit neuen Platten, oder? Läuft da gerade schon Wasser im Pool oder warum bewegt sich das oder ist das einfach zu einem lebenden Wasserbiotop geworden, Digga? Was ist mit diesem Wasser eigentlich los, Alter? Digga, ganz ehrlich, wenn ich Julian Bam wäre, das kann man wahrscheinlich nicht machen aus gesundheitlichen Gründen, aber ganz ehrlich, wenn ich Julian Bam wäre und ich hätte so einen Pool und das wäre so ein Muchwasser da drin, ich würde das in Flaschen füllen, verkaufen für einen Zehner und ich bin mir sicher, dass die Community es komplett kaufen würde. Chat, würdet ihr es kaufen? Es würden Leute trinken, es würden Leute rauchen, es würden Leute damit so viel machen. Ich sag's euch, Leute, wenn ich das verkaufen würde als Julian Bam, ja, es würden Leute kaufen. Es würden Leute kaufen. Es gäbe Leute, die das kaufen würden. Seht ihr? Ihr schreibt alle ja. Und das ist das Problem. Wir können euch alles verkaufen. Sogar ein Video, in dem nichts passiert. So wie das hier von Julian Bam. Und genau das ist das Problem. So, Freunde. Sieht doch schon mal ganz geil aus, oder? Wie lange es gedauert hat, diese Platten daran zu machen. Weil alles natürlich auch gerade sein soll. Das ist schon hart geworden. Unsere Werkzeuge, Freunde. Und das Schandloch. Kommen wir an der Water! Digga. Was geht bei dir, Bruder? Nenn mich bitte Sensei. So, Freunde, wir haben noch eine Platte. Die wird wahrscheinlich dann da hinten hinkommen. Wir haben hier noch diese anderen Platten. Hier bleiben wir quasi auf der Höhe und dann kommt halt hier eine geile Terrasse. Macht das gut oder nicht? Weil ich finde, er macht das halt nicht so gut, Leute. Schreibt es auch gerne mal. Neben diesen ganzen tollen Dingen, die hier gerade passieren, können wir mal bitte über diesen hässlichen Hammer hier sprechen? Ist der selbst gebaut? Der ist saugeil, Alter. Ich will dir damit auf den Kopf schlagen, du Penner. Gut. Nein. Die letzte Platte kommt dran. Nein. Du musst wieder irgendeinen Scheiß unterschreiben. Neuer Deal unterschrieben, Seele wieder mal verkauft. War das die Unterschrift für meinen Urlaub, der ab morgen zählt? Ich hab Urlaub. Ja, der ab morgen zählt. Kündigung ist das. Und auch super sinnvoll, was du gerade machst. Teuer. Antik, glaube ich. Sehr antik. Digga, halt dein Maul. Muss antik sein. Ja, muss antik. Spenden wir dem Museum. Sägeblattspachtel. Sägeblattspachtel, ja. Nennt einfach Zahnspachtel. Wie heißt das Ding? Zahnspachtel. Zahnspachtel. Natürlich, klar. Macht Sinn, ein Zahnspachtel. Man sieht's. Ich dachte, die hätten den Pool mit so einer Folie ausgekleidet oder sowas, aber das bleibt ja so, oder? Aber for real, der ist selbst gebaut, oder? Nee. Wo ist denn die kleine Wasserwaage? Fertig. Fertig, so schnell geht das. Fertig. Ja, was machen wir? Weiter. Du entscheidest. Wir machen oben jetzt und manteln ihn mit schönem Granit. Nee, ich habe eine bessere Idee. Ich helfe. Gehen wir durch die Fugen hier einmal durch, so, ne? Genau. Kleben die aber vorher ab. Das heißt mit Tape. Richtig, mit Tape klebt man ab, ganz genau. Genau, mit Panzertape. Sieht gut aus, ich habe so viel gebaut mit Panzertape, quasi den ersten Pool. Hm.
Irgendwie kriege ich Depressionen bei den Videos, weil ich keinen Pool habe. So eine Scheiße, Alter. Kannst du nichts versauen, ist alles abgeklebt. Und wie das abgeklebt ist. Von einem Profi. Machst du jetzt auch so eine Fuge oder was? Nee, ich mach alle Fugen. Gucken, dass die Fuge voll läuft oder voll. Ja, etwas ausgelaufen. Da war ein bisschen viel, ne? Digga, das ist das Sexuellste, was bei Ju wahrscheinlich seit Jahren passiert ist. Was war denn geil? Oh! Ganz normales Silikon. Ja, wir haben auch speziell für Naturstein. Ich kann man ja gebrauchen. Den Finger aber nicht mehr. Doch, den Finger wirst du später noch benutzen. Ich weiß auch genau wie. Ja. Hat er das echt gut gemacht? Ja. Verdammt. Jetzt kommt's, Leute. Jetzt kommt's. So wird das dann aussehen. Damn, Bro. Nice. Das machen wir heute noch? Mittagspause. 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 Wieso machen die nur Pause? Wieso arbeiten die nicht? Und dann fangen wir an zu kleben hier, ja. Ja. Geil. Das sieht extremst scheißig aus, Freunde. Wir wollen ja auch ein paar Pool-Livestreams machen und das ist natürlich extremst ätzend, mit der ganzen Technik im Regen zu stehen. So, weil wir so früh fertig geworden sind, machen wir jetzt noch die obere Deckung. Aber erstmal wird hier gründlich geputzt. Ne? Boah, wie laut sind die Vögel. Das kann gut sein, dass das schon die Geschlüpften sind, ne? Essen. Einfach essen. Wenn das schon die Mutierten sind. Oh yeah. Okay. Die Farbe von dem Pool bleibt tatsächlich in so einem Grau. Sau scheiße. Diese Fuge, die ignorieren wir, ne? Die muss sein, wenn sie Wasser abtropft. Das heißt, du musst das jetzt hier wie beim Liebesakt machen, ne? Du musst erst ganz langsam anfangen. Falsch, man geht direkt vollend rein, egal was ist. Brauchst du gleich nochmal so viel? Wer war das gerade? Oh, Kevin Wolter natürlich. Brauchst du gleich nochmal so viel oder mehr? Ja, ruhig nochmal so viel. Nochmal so viel, okay. 9. Auf Vorrat. Gib die Hälfte bitte daneben, Bro. Egal, wir haben ja noch 9. Kleber ist ready. Okay. Das sieht schon geil aus, aber hat der Pool Licht? Ja, ne? Hat der Pool Licht? Ich hoffe doch schon. Schick. Schick. Okay. Wow! Gerne geschehen. Geht schon. Komm, das geht mal hier durch. Was hast du heute mitgenommen? Und was habe ich heute mitgenommen? Ja. Nichts hinterfragen. Okay, sie haben auf jeden Fall ein bisschen was geschafft. Perfekt. Und schon einiges sogar. Fertig. Das haben wir. Wir sind nicht fertig, da fehlt noch die Hälfte. Warum sagst du fertig, du Bastard? Das ist gelogen. Geschafft. Ah, guck mal, das schön aus hier, ne? Und guck mal hier unten, alles schön bemantelt mit Granit. Freunde, ey, hier kann nichts mehr passieren. Da kannst du Granit gegenwerfen. Okay, Leute, ist mir jetzt auch egal. So viel dazu.